2020 sollte ein Rekordjahr für die Kreuzfahrt werden, mit über 32 Millionen Passagieren weltweit. Dann kam die Pandemie. Doch die Sehnsucht nach Urlaub auf dem Meer ist ungebrochen. Freiheit und Sehnsucht irgendwo, diese Weite, die sich ergibt, diese Töne, wie wir sie eben gehört haben. Also das ist schon einmalig, das ist das Maritime. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Jahr das Meer noch sehe. Und es fehlt mir einfach. Und den Reisezielen fehlen die Gäste. Eine Branche kämpft ums Überleben. Es gibt keine Alternativen zum Tourismus. Doch die Zeit der Stille birgt eine Chance für Veränderung. Hamburg. Das Expeditionskreuzfahrtschiff Hanseatic Inspiration wartet auf neue Gäste. Es ist die 8. Kurzreise nach 4-monatiger Zwangspause. 8 Tage. Von Hamburg über Dänemark nach Schweden und wieder zurück. Die Einschiffung findet in kleinen Gruppen statt. Jeder Passagier muss einen Gesundheitsbogen abgeben. So auch das Ehepaar Adam aus Bad Soden. Jeder hat eine kleine Sorge, das ist schon klar, aber eigentlich nicht bedeutend. Was die Kreuzfahrt angeht, habe ich jetzt gar keine Sorge, weil die Crew ja auch vorher an Bord ist und nicht erst getestet wird, wenn die Reise quasi losgeht. Und wir ja auch alle die Corona-Tests gemacht haben. Und also da habe ich wirklich keine Bedenken. Dann ist erst schon die Anreise. Also ich wäre jetzt nicht so gerne mit dem Flugzeug angereist. Hier müssen alle Gäste einen negativen Corona-Test vorweisen. Im Terminal Temperaturcheck unter Aufsicht von Dr. Andreas Müller. Man hat dann schon mal einen Eindruck, was kommen für Menschen an Bord. Und man schaut eben noch mal, woher sie kommen, was sie für eine Geschichte gerade hinter sich haben. Ob sie auf einer anderen Reise schon mal waren oder nicht. Insofern finde ich es jetzt im Moment auf jeden Fall sehr sinnvoll. Wie es kommen wird, das wird man einfach sehen, wie sich das entwickelt. Es ist ja ein sehr dynamischer Prozess. Angenehme Reise Ihnen. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Auch Expeditionsleiter Matthias Meyer begrüßt jeden Neueinsteiger persönlich. Also wir sind jetzt schon ein paar Reisen unterwegs und ich muss sagen, die Gäste nehmen das gut an, weil man ist es auch von zu Hause gewohnt, dass man andere Regeln zu beachten hat und das wird auch hier absolut akzeptiert. Viele freuen sich, als es endlich mal wieder rausgeht, dass man wieder unterwegs sein kann. Die Hanseatic Inspiration ist das zweite 5-Sterne-Schiff der Reederei mit Eisklasse. Im Oktober 2019 getauft, im Winter auf Expedition in der Antarktis, im März dann der Lockdown. Und seit Juli Ostsee statt Polarmeer. 2019 legten in Hamburg 210 Kreuzfahrtschiffe an und ab. 2020 waren es nicht einmal halb so viele. Neustart ist wichtig für die Branche. Es ist auch wichtig, um ein positives Gefühl entstehen zu lassen und den Glauben, dass es eben weitergeht. Und das Wichtigste ist, ganz von vorne zu beginnen und zu sagen, in der Zusammenarbeit mit den Behörden, mit den Häfen, mit den gesundheitlichen Ämtern, ein Konzept einfach zu entwerfen und gleichzeitig dann auszubauen und zu sagen, was wäre der nächste Schritt? Und der nächste Schritt in diesem Fall war natürlich zu sehen, wo sind denn Landgänge möglich? Also zuallererst mal, wo kann man überhaupt hinfahren in der heutigen Zeit? Die Hanseatic Inspiration ist eines von rund 20 Kreuzfahrtschiffen weltweit, das seinen Dienst unter strengen Hygieneprotokollen wieder aufgenommen hat. Kapitän Axel Engeldrum plant die Route in die Ostsee. Wir entdecken die Heimatgewässer neu, so wie zu Hause viele jetzt auch ihre eigene Heimat neu entdecken. So ist es bei uns mit den Schiffen. Jetzt gerade nichts anderes. Wir fahren herum, schauen in die Seekarten, sprechen mit unseren Agenturen vor Ort, mit den Hafenbehörden. Auch die haben Ideen. Die Lotsen rufen wir an, bringen die ins Gespräch. Und die können ihr Gebiet auch gut kennen. Und ja, uns stellen immer mehr Leute hier schöne Gebiete vor. Und dort fahren wir hin. Den Gästen ein Gefühl von Freiheit und Normalität zurückgeben in Zeiten der Krise. Ich war angespannt, als es losging. Ich kenne unsere Gäste von alten Reisen und wir haben Stammgäste, die gerne wiederkommen und ich wusste nicht, wie unsere Gäste auf diese Maßnahmen reagieren. Und als ich gemerkt habe, dass auch die Gäste das absolut als positiv gesehen haben und sich auch an Bord sicher fühlen und gut fühlen,
und auch gerne wiederkommen möchten, dann war ich erleichtert. Das kann ich so sagen. 2019 waren allein in Deutschland 48.000 Menschen in der Kreuzfahrtindustrie beschäftigt. Über 28.000 Arbeitsplätze sind 2020 verloren gegangen. Die hohen Buchungszahlen für 2021 geben Hoffnung. Nur die Amerikaner und Chinesen buchen mehr Kreuzfahrten als die Deutschen. Das ist schon ein tolles Gefühl. Und wenn man dann weiß, dass man noch einige Tage vor sich hat, dann ist das Gefühl noch schöner. Es ist etwas Besonderes. Und die Route auch. Und wenn Sie, viele Leute haben gesagt, ja was, ihr habt doch gar keine Landgänge und Ähnliches. Also ich finde, wir brauchen es nicht. Und eigentlich, wenn ich jetzt so das Ganze erlebe mit dem Schiff und so weiter, dann freut es mich umso mehr, dass man das Schiff mehr genießt. Die Sehnsucht nach Reisen ist vielleicht stärker denn je. Venedig. Selten war die Lagunenstadt so leer wie 2020. Je nach Schiffsgröße und Hafen kostet das Anlegen alleine zwischen 50.000 und 150.000 Euro. 2019 hatte Venedig mit 546 Schiffen die meisten in Europa willkommen geheißen. Dem Hafen brachte das 35 Millionen Euro ein. 2020 drehte die Pandemie den Geldhahn zu. Nur 6 Schiffe fanden den Weg nach Venedig. Ein Verlust von fast 35 Millionen Euro und das nur für die Hafenbehörden. Und eine Existenzbedrohung für Tausende. Um auf ihre schwierige Lage aufmerksam zu machen, demonstrieren Hafenmitarbeiter, Lotsen und Arbeiter für den Gepäcktransport im Giudecca-Kanal für eine Wiederaufnahme des viel kritisierten Kreuzfahrtbetriebs. Seit März ist Stillstand. Venedig muss wieder starten. Die Situation ist schrecklich. Wir haben praktisch keine Arbeit, keine Kunden, keine Touristen. Für Venedig ist die Kreuzfahrt fundamental wichtig. Vor allen Dingen für den Hafen. Hier arbeiten 1.700 Menschen. Außerdem schafft die Kreuzfahrt indirekt weitere 4.000 Arbeitsplätze. Es ist eine Tragödie, denn Venedig lebt einzig und allein vom Tourismus. Es gibt keine Alternativen zum Tourismus. Auch Luca Cina hat demonstriert. Seit 15 Jahren bringt der 37-Jährige die Gepäckstücke auf den Wasserstraßen zu den Hotels. Ich habe eine Ehefrau und 2 kleine Töchter im Alter von 6 und 2 Jahren. Ich will ihnen durch meine Arbeit eigentlich eine schöne Zukunft bieten. Meine Frau arbeitet auch im Tourismus. Wir stecken also als Familie ganz schön in Schwierigkeiten. So geht es vielen Familien. Venedigs Wirtschaft ist zu 95% vom Tourismus abhängig. Alternativen gibt es so gut wie keine. Und noch immer ist kein schnelles Mittel gegen Covid-19 gefunden. Wir sind bereits im Alarmzustand und die Situation ist jetzt schon dramatisch. Die Schifffahrt ist in Venedig der Puls der Stadt, so sagen die Hafenarbeiter. Eine Zukunft ohne Kreuzfahrtschiffe? Unvorstellbar. Marseille, der zweitgrößte Hafen Frankreichs, gilt als Drehscheibe für die Fahrt ins Mittelmeer. 2019 machten hier 497 Mal Kreuzfahrtschiffe fest. 1,8 Millionen Passagiere spülten 370 Millionen Euro in die Kassen der Region. Ein Jahr später waren es nur 35 Schiffe. Dabei sollte 2020 ein Rekordjahr werden, mit zusätzlich 40 Anlegemanövern. Der geschätzte Verlust: mindestens 384 Millionen Euro. Das größte Problem ist, die Regierung hat eine brutale Entscheidung getroffen und die Kreuzfahrt seit März gestoppt. Dabei wollen die Reeder mit ihren Schiffen kommen. Die lokalen Behörden sind bereit, ebenso die Gesundheitsbehörden. Aber wir können nichts tun. Die Regierung hat die Schiffe auf 250 Passagiere beschränkt. Und offensichtlich hat keiner der Reeder diesen Schiffstyp, der heute nach Marseille kommen könnte.
2020 sollten 2 Millionen Passagiere nach Marseille kommen. Doch die Pandemie traf Frankreich besonders hart. Die größte Kreuzfahrtreederei Frankreichs und die viertgrößte der Welt, MSC, hat 17 Schiffe. Von April bis August fuhr keins. Normalerweise haben wir eine Auslastung von fast 100%, seit 5 Monaten aber gar keine mehr. Es ist nicht kompliziert, die Auslastung ist null. Seit Oktober 2020 fahren wieder 2 Schiffe von MSC. Aber nicht von Marseille, sondern von Genua aus. Das Ausbleiben der Kreuzfahrtschiffe trifft auch die Lotsen. Denn die sind selbstständig, stellen auch die Boote für die Einsätze. Bezahlt werden sie pro Schiff. Das Geld geht in einen gemeinsamen Topf. Die Pandemie im Hafen von Marseille-Fos ist eine Katastrophe. Das östliche Becken ist das Herzstück der Kreuzfahrt- und Passagieraktivitäten. Hier haben wir bis zu 56% des Umsatzes verloren. Das bedeutet, wenn man die Fixkosten abzieht, verkleinert sich der Geldtopf der Lotsen um 56%. Die Lotsen haben also einen Lohnausfall, der weit höher ist als die Fixkosten. 12 der 48 Lotsen haben ihren Job bereits verloren. Heute fahren im Hafen von Marseille keine Kreuzfahrtschiffe mehr. Es gibt einige, die darauf warten, ihre Kreuzfahrten fortzusetzen, aber sie bewegen sich nicht. Seit mehreren Monaten sind sie angedockt, ohne wegfahren zu können. Dubrovnik. Hier sagen die alten Seemänner, wenn man einen Finger ins Meer hält, ist man mit der Welt verbunden. Die Kreuzfahrtschiffe haben für die Stadt eine besondere Bedeutung. Im Jahr 2000 hat der Kreuzfahrttourismus wieder zugenommen. Damals war es wichtig für die Stadt, dass wieder Besucher kommen. 5 Jahre nach dem Jugoslawienkrieg hat sich der Tourismus erholt und die Kreuzfahrtschiffe waren dabei ein wichtiger Faktor. Musik 2019 kamen 468 Kreuzfahrtschiffe und mit ihnen 750.000 Passagiere. Der Einbruch 2020 war dramatisch. 35 Ankünfte mit nur 4.320 Passagieren. Dabei kommen auch in Dubrovnik 80% des Bruttoinlandsproduktes aus dem Tourismus. Die Besucher reisen vor allem mit Schiffen und Flugzeugen in die Hafenstadt. Nova Mokauschica, etwa 10 Minuten entfernt von Dubrovnik. Hier liegt die Galeone von Bogomir Vukovic und seinem Sohn Rocco. Das Familienunternehmen, zu 100% ein Tourismusgeschäft. Gebaut nach altem kroatischen Vorbild, haben sie vor der Saison 150.000 Euro in die Restaurierung des Seglers gesteckt. Dann kam Corona. Es ist sehr traurig und unverständlich, dass es zu dieser Zeit in der Saison keine Touristen gibt. Es gab den Krieg in Kroatien und dennoch kamen Gäste. Das ist schlimmer, als wäre eine Atombombe gefallen. Das Ausbleiben der Touristen hat das Familienunternehmen hart getroffen. Kaum 1% Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Dabei war alles schon gebucht. Von Familienausflügen über Firmenfeiern bis hin zu Panoramafahrten für Kreuzfahrtpassagiere. Und gerade die sind durch die gute Planbarkeit ein wichtiges Geschäft. Das Terminal wurde für große Kreuzfahrtschiffe gebaut. Normalerweise kommen hier die Passagiere an. Wir holen sie ab und fahren sie auf einer Panoramatour rund um die Stadt. Oder wir bringen sie in die Stadt, wo sie einen Rundgang machen. Alleine durch den Wegfall der Kreuzfahrer verliert das kleine Familienunternehmen 25% der sicher geglaubten Einnahmen. Eigentlich wollte Bogomir Vukovic das Schiff bald an die 4. Generation der Seefahrer weitergeben. Sein Sohn Rocco hat zwar Informatik und Elektrotechnik studiert, aber sich dafür entschieden, in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Ich kann überall auf der Welt oder in Kroatien so einen Job finden. Mein Herz zieht mich aber ans Wasser. Deshalb bin ich auch im Familienunternehmen geblieben, für die Arbeit mit Schiffen, dem Meer und dem Tourismus.
Ich liebe den Blick vom Meer auf Dubrovnik. Aus allen Winkeln sieht es schön aus. Ich bin jedes Mal überrascht von der Stadt, den alten Mauern und der Schönheit, die sich dahinter verbirgt. Es wäre eine Katastrophe, wenn ich das nicht mehr unseren Besuchern zeigen könnte. Noch haben Rocco und sein Vater Bogomir die Hoffnung nicht aufgegeben, dass mit dem Ende der Pandemie auch die Touristen zurückkehren. Ich kann überhaupt nicht vorhersagen, was passieren wird. Aber sicher ist, noch so eine Saison ohne Einnahmen überleben wir nicht. Das 5-Sterne-Schiff Hanseatic Inspiration bietet durch Präventionsmaßnahmen in Corona-Zeiten viel Platz für Entspannung mit Abstand. Nur 110 Passagiere sind an Bord, wo normalerweise 260 Platz hätten. 150 Crewmitglieder sorgen für die Umsetzung des Hygieneprotokolls. Wenn man jetzt zum Beispiel in den Städten unterwegs ist, dann sieht man auch eine große Ansammlung an Menschen auch, wo auch diese Maßnahmen gar nicht durchsetzbar sind, wenn schön Wetter ist in den Städten. Und hier hat man den Abstand, es wird alles desinfiziert, man weiß genau, wie man sich zu benehmen hat. Und da fühlt man sich gut und sicher an Bord. Maximal 60% Auslastung, strenge Hygienevorschriften. Dafür, dass diese eingehalten werden, sorgt Hotelmanager Remo Janko. Wir sind bei weniger Gästen bei der gleichen Anzahl von Personal geblieben, um wirklich diese ganzen Abläufe zu optimieren, auch immer wieder mehrmals die Handläufe zu desinfizieren. Also das ist schon mehr Arbeit, auch das Desinfizieren der ganzen öffentlichen Räume im Gegensatz zum Normalbetrieb. Nach jedem Reiseabschnitt werden alle Räumlichkeiten zusätzlich gefoggt, desinfiziert bis in den letzten Winkel. Also das sind hier auf 10 Tage gerechnet noch mal 30 Liter Desinfektionsmittel, die hier an den Spendern auf dem Schiff verteilt sind, verbraucht werden, aber natürlich auch für die Kabinendesinfektion. Täglich muss jedes Crewmitglied und jeder Gast zum Temperaturcheck antreten. Sollte da jemand dann erhöht sein in der Temperatur, dann würden wir die Person auch sofort in eine Isolationskabine geben und dort dann einen Abstrich machen. Wir haben ein Testgerät an Bord, was 22 unterschiedliche Keime nachweisen kann, also bekannte Atemwegserreger, unter anderem natürlich auch Corona jetzt. Alexis Papatanassis beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem maritimen Tourismus. Für ihn muss die Kreuzfahrt vor allem eines, das Vertrauen der Passagiere zurückgewinnen, wenn der Ernstfall eintreten sollte. Die Reedereien müssen beweisen, dass die tatsächlich mit solchen Fällen gut umgehen können. Und es geht nicht alleine um an Bord des Schiffes. Es geht um das System auch Schiff und Hafen und Gesundheitsbehörden. Das muss alles funktionieren und das muss zusammen funktionieren. Auf der Hanseatic Inspiration gibt es 2 à la carte Restaurants und das klassische Lido-Buffet. Selbstbedienung darf hier nicht mehr stattfinden. Das Betreten nur mit Maske, die Speisen werden gereicht. Only one. And a bit more of the spinach. Thank you. Für die Adams kein Problem. Mein Gott, man hätte sie besser machen können. Dankeschön. Es wäre für mich überhaupt keine Option, eine Kreuzfahrt mit einem großen Schiff zu machen. Also so 2000 oder 4000 Leute oder so. Das wäre jetzt für mich überhaupt undenkbar. Bei dem, was ich hier vorfinde, also ich habe wirklich keine Bedenken. Statt zu Hause die Regeln der Pandemie zu befolgen, können die Passagiere das Leben auf dem Schiff mit Einschränkungen genießen. Im wohlbehüteten Mikrokosmos. Die Pandemie hat unser Leben verändert. Muss sich auch die Architektur der Kreuzfahrtschiffe verändern?
In Wiesbaden arbeitet die Kreativagentur 3 Deluxe Ocean am Schiffsdesign der Zukunft. Wir müssen alles komplett durchdenken, was wird in Zukunft anders sein. Funktioniert das noch, was wir vor 2 Jahren uns überlegt haben? Und da ist natürlich die große Herausforderung im Moment, jetzt in die Zukunft schauen zu können, was wird sich denn langfristig ändern? Also inwieweit, selbst wenn die Pandemie vorbei ist, wie geht der Konsument damit um? Also werden sich Verhaltensweisen dauerhaft verändert haben und müssen wir die mit einbeziehen jetzt in die zukünftigen Planungen? Und wir sind der Meinung, dass man jetzt gucken muss, wie können wir eine neue gestalterische Qualität eigentlich daraus irgendwie auch erschaffen? Dass man einfach sagt, was kann alles eigentlich nicht auch draußen funktionieren? Und eigentlich kann fast alles draußen funktionieren. Das heißt, wir werden die Schiffe mehr und mehr öffnen. Dieter Brell arbeitet mit seinem Team für die großen Reedereien und zunehmend am Design für kleinere Expeditionsschiffe im Luxussegment. Unter den jetzigen Bedingungen, den jetzigen Einschränkungen ist es sicherlich so, dass die kleineren Schiffe einen Vorteil haben. Und ich glaube auch, dass es insgesamt eine Renaissance der kleinen Schiffe geben wird. Wird die Kreuzfahrt wieder exklusiver? Ist Massentourismus auf See nicht mehr zeitgemäß? Für Städte wie Venedig sind die großen Schiffe längst nicht mehr tragbar. Davon ist Jane D'Amosto überzeugt. 2015 gründet die gebürtige Südafrikanerin den Verein We Are Here Venice und kämpft für den Erhalt ihrer Wahlheimat. Die großen Schiffe nennen wir Monster. Die fallen komplett aus dem Rahmen der Stadt, die im Vergleich zu den Schiffen klein wirkt. Wenn die Kreuzfahrtriesen vorbeifahren, verdrängen sie große Mengen an Wasser. Und die destabilisieren die Fundamente und zerstören die Steine der Gebäude und Paläste. Und die Kreuzfahrtschiffe verschmutzen die Luft. Solche Risse kann man am gesamten Kaiufer, wo die Schiffe entlangfahren, sehen. Über 30 Millionen Touristen kamen jährlich nach Venedig. Davon waren 1,6 Millionen Kreuzfahrer. Doch Jane geht es nicht nur um die Anzahl, sondern auch um die Verweildauer. Die Strategie der Kreuzfahrt ist es, die Passagiere so schnell wie möglich zurück an Bord zu holen, damit sie ihr Geld an Bord des Schiffes ausgeben. Das tut dem Schiff gut, aber es schmälert das Erlebnis, das die Passagiere von Venedig haben könnten. Und Venedig verliert die wirtschaftliche Möglichkeit, den Kreuzfahrttouristen ein besseres Abendessen zu bieten. Um Fakten dafür zu sammeln, dass die Kreuzfahrt den Venezianern keinen Mehrwert bringt, hat sich Jane mit der Ökonomin Laura Onofri verabredet. Laura Onofri hat den Wert des Kreuzfahrttourismus untersucht und die Kosten dagegen gestellt, die die Venezianer für Müllentsorgung, die Kanalisation und für die Instandhaltung der Stadt aufbringen müssen. Für 2018 haben wir geschätzt, dass der Kreuzfahrttourismus etwa 500 Millionen Euro bringt. Das sind die Vorteile. Dagegen steht eine enorme Summe an Ausgaben. Die großen Schiffe wirbeln die Sedimente auf. Also muss man sich täglich um die Lagune kümmern, um sie am Leben zu erhalten. Und die zusätzlichen Touristen überlasten die Stadt. Stellen Sie sich vor, jedes Schiff beherbergt zwischen 2.000 und 5.000 Passagiere. Es gibt 6 Schiffe pro Tag. Somit kommen 30.000 Passagiere und das gleichzeitig zwischen 10 und 17 Uhr. Dabei hat die Stadt nur 50.000 Einwohner. Die Kreuzfahrt bringt also geringe wirtschaftliche Vorteile. Dagegen stehen hohe sozioökologische Kosten. Die Kreuzfahrt muss sich verändern, wirtschaftlicher werden. Und die Pandemie beschleunigt diesen Prozess. Ältere Schiffe werden verschrottet. Das führt wiederum zu einer Verjüngung der Kreuzfahrtflotte. Das wiederum bedeutet, dass neuere Schiffe, die modernere Schiffe, sind energieeffizienter und damit auch umweltfreundlicher. Aktuell sind 109 Kreuzfahrtschiffe geordert, die bis 2027 ausgeliefert werden sollen.
je größer diese Blase ist, desto mehr Möglichkeit hat man, in dieses System was zu erleben und damit auch Geld zu verdienen für die Reedereien. Man redet mittlerweile über Floating Destinations. Und diese schwimmenden Reiseziele stehen in direkter Konkurrenz zu den Urlaubsorten dieser Welt. Das sind mittlerweile wie Städte. Entertainment gehört dazu, Restaurants gehören dazu, Shows gehören dazu. Und soweit sie an Bord gehen, haben wir quasi eine monopolistische Situation. Die Ozeanriesen überbieten sich mit Freizeitangeboten, die keine Grenzen zu kennen scheinen. Es gibt dieses All-in-One, also wo ich sage, ich habe alles auf dem Schiff, bin komplett versorgt und brauche keine Landausflüge mehr, ist ja die eine Option. Und natürlich, was mehr Reedereien machen, die haben ihre eigene Insel, das heißt, ihre eigene Destination, die sie so gestalten können, wie es ihren Kunden auch vorschwebt. Und dann habe ich die andere Klientel, die sagt, ich will eigentlich nicht das große Entertainment, ich möchte einfach hier einen Urlaub haben, wo ich fremde Länder kennenlerne, fremde Leute, ich will ein gutes Buch lesen. Ich glaube, es wird für unterschiedliche Zielgruppen am Ende unterschiedliche Angebote geben. Ich glaube, das ändert sich nicht. Dabei gilt, kleinere Schiffe sind teurer, große Schiffe verdienen durch die Masse. Die Kosten pro Passagier sind geringer. Zum Zweiten, die geben viel mehr Möglichkeiten, an Bord Zeit zu verbringen. Und damit hat man mehr Kontrolle über das gesamte Urlaubserlebnis. Zum Dritten, das heißt, dass man kann damit mehr Geld verdienen an Bord und quasi die Kosten abdecken. Die neueste Attraktion wird in Güstrow bei Rostock getestet. Die längste Offshore-Achterbahn der Welt. 303 Meter lang, ausgestattet mit 3 Fahrzeugen. 55 Meter über dem Meeresspiegel soll sie für Freizeitspaß bei den Passagieren der asiatischen Reederei Dream Cruises sorgen. Höher, schneller, weiter ist jetzt ja nicht nur das Motto in den Freizeitparks, sondern das findet jetzt auch Anklang auf den Schiffen. Und aus diesem Grund ist es natürlich jetzt für uns irgendwie nur eine Frage der Zeit gewesen, bis man auch eine Achterbahn auf einem Kreuzfahrtschiff anbieten kann. Und es war einfach der richtige Zeitpunkt auch. Die Kreuzfahrtbranche wollte spektakulärere Attraktionen auf ihren Schiffen anbieten. Und das können wir, denke ich, mit diesem Spycoaster jetzt erfüllen. Die Münchner Firma Maurer Rides hat das einzige Patent für Achterbahnen auf See weltweit. Gehen wir mal zur Stütze 22 hier. Ich sehe, ihr habt die gleichzeitig markiert. Nach dem angezogen sind jeweils eine Schraube, das wird markiert. Ja, okay. Das Gummi, das gibt die Bewegung von dem Schiff. Das ist ein Elastomer, der kann bewegen. Also das ist ganz normal, dass bei der Fahrt, wenn unser Fahrzeug über die Bahn fährt, dass da Körperschall entsteht, Schwingungen entstehen. Und um die zu reduzieren, setzen wir hier eben diese Isolatoren ein. Ist die Achterbahn auf dem Schiff, benötigt sie eine Fläche in Größe eines Fußballfeldes. Ich schau mal ganz kurz, ob alles in Ordnung ist hier oben. Dann können wir gleich starten. Ja, kannst direkt losfahren, bitte. Hier geht's los. Bis zu 60 Stundenkilometer bringt der Spycoaster auf die Strecke mit einer Beschleunigung von 1,2 G. Mit dem Aufbau an Land soll die speziell für die Schiffsmontage entwickelte Installationsmethodik getestet werden. Auf dem Schiff kommen ungewöhnliche Schiffsbewegungen zustande, die nicht vorhersehbar sind. Das heißt, wir können hier bei unserer Achterbahn nicht auf die Schwerkraft vertrauen. Aus diesem Grund hat jedes unserer Fahrzeuge einen eigenen Elektromotor an Bord, der es eben ermöglicht, das Fahrzeug an jeder Stelle der Bahn zu beschleunigen oder abzubremsen, damit eben jeder Hügel bewältigt werden kann und man auch nicht zu schnell in die nächste Kurve fährt. Dies wird die zweite Achterbahn auf See. Die erste wird in der Werft gerade auf ein amerikanisches Schiff gebaut. Die Zeiten, die man auf dem Schiff für die Montage zur Verfügung stehen hat, sind sehr gering. Deswegen müssen wir natürlich schauen, dass wir so viel wie möglich vorher schon vorbereiten können, um die Zeit dort dann auch sinnvoll zu nutzen. Unterhaltung der etwas anderen Art bietet die Hanseatic Inspiration. Da in Corona-Zeiten Landausflüge schwierig sind, setzt die Crew auf das Abenteuer Ozean. Zodiac-Fahrten in der dänischen Ostsee. Spontane Expedition zu den Kreidefelsen von Möhn.
Auch Kapitän Engeldrum wechselt aufs Schnellboot. Vor 3 Jahren war ich hier vor der Insel Möhen schon einmal mit dem Seekajak, bin hier privat um die Insel gepaddelt und kannte die Gegend daher und habe das mal überlegt, ob wir mit dem Schiff herkommen können, haben das mit den Behörden abgesprochen und heute hat es geklappt. Das ist Expedition pur, eigentlich direkt vor der Haustür. Not macht erfinderisch, denn die Pandemie verlangt nach absoluter Kontrolle seitens der Reederei. Und wenn die Landseite, wie hier in Dänemark, die Gäste nicht will, dann versucht eben das Schiff, sie dem Land so nah wie möglich zu bringen. Ein weiterer Stopp ohne Landgang, die Erbseninseln bei Bornholm. Diese Erbseninseln, die dort im Nordosten von Bornholm liegen, die hatten wir nicht auf dem Zettel. Ich nicht, ich kannte die gar nicht. Andere Kollegen hatten die Idee, die waren da schon mal und jetzt haben wir was Neues entdeckt. Expedition Ostsee. Mit Sicherheitsabstand zwischen Landbewohner und Seefahrer. Es wäre schon schön, wenn man das noch mal so erleben könnte, auch an Land. Aber das ist natürlich schon hier ganz hervorragend. Für mich ist es so ein prädestiniertes Ziel, wo man sonst wahrscheinlich niemals hinreisen würde. Was aber so schön ist, das mal zu sehen. Und ich finde, mit dem Zodiac hier so nah zu fahren, ich brauche jetzt gar nicht unbedingt an Bord zu gehen. Die ersten Schiffe waren im Juli mit sogenannten blauen Reisen gestartet. Kreuzfahrterlebnis ausschließlich an Bord. Die Expeditionsschiffe nutzen ihre Zodiacs für Abwechslung. Ein Kreuzfahrtschiff ist ein geschlossenes System. Das hat eine Menge Vorteile. Ein Vorteil ist natürlich diese Sicherheit. Man hat eine kontrollierte Umgebung und da kann man das Gesamturlaubserlebnis gestalten und relativ sicher machen. Diese Kreuzfahrtblase, ne, wie ich das nenne, diese Sicherheitsblase, muss jetzt auch am Land erweitert werden. Tourismus in Maßen statt Massentourismus. Das gelingt nur mit dem richtigen Konzept. 1996 gründete sich zu diesem Zweck der Club der Kreuzfahrtschiffe in Marseille. Wir haben in diesem Club das Glück, dass alle Partner zusammen an einem Tisch sitzen. Die Region, die Stadtverwaltung, die Hafenbehörden. Man kann also leicht regulieren und sagen, stopp. Es darf zum Beispiel nur maximal 4 Busse pro Tag geben. Für den Komfort und das Leben der Bewohner von Marseille ist es nicht möglich, Tausende oder Zehntausende von Menschen an einem Ort zur gleichen Zeit zu konzentrieren. Stattdessen verteilt der Club die Ausflüge bis nach Les Baux de Provence. Der große Reichtum von Marseille ist die Idee, dass es über 300 mögliche Ausflüge gibt. In Marseille ist Tourguide Stéphanie Rissel auf der Suche nach Geschäften und Lokalen für eine Foodtour. Beraten wird sie von Lorian. Stéphanie arbeitet hauptsächlich für amerikanische Touristen. Der Tourismus hat bereits begonnen, sich zu verändern. Jetzt ist der Trend die Nachhaltigkeit. Seit letztem Jahr sind 80% meiner Ausflüge nachhaltige Ausflüge. Stéphanie nutzt die Zeit für die Planung neuer Ausflugsangebote. Hello. Und setzt dabei auf lokale Anbieter, die sie damit unterstützen möchte. Es soll eine Win-Win-Situation werden. Wir wollen hier keine Touristen, die Produkte aus China kaufen. Man kann immer billiger sein, aber das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen Kreuzfahrttouristen, die authentische Produkte mögen. Deshalb arbeite ich mit Lorian, weil sie mir Leute vermittelt, die lokale Produkte verkaufen und keine aus China. Die Pandemie erfordert eine vorausschauende Planung. Nicht nur die Besucher, auch die Einheimischen sollen sich mit den Touristen sicher fühlen. Dafür wird ein 3-Stufen-Plan erarbeitet. Die Reeder möchten 3 Arten von Ausflügen anbieten. Die Klassiker mit Einschränkungen und Bubbles. Das heißt, wenn ein Hafen oder eine Stadt rot wird, stornieren wir den Zwischenstopp nicht, sondern gehen zur Bubble-Tour über. Dann werden wir Ausflüge ohne Kontakt anbieten. Zu einem Ort fahren, der ziemlich gesichert ist, ohne viel Kontakt mit der Außenwelt. Dies dient dazu, zu starten und den Passagier an Bord zu beruhigen.
So oder so werden sie das Ziel besuchen. Auf die eine oder andere Weise werden wir ihnen die Touren anbieten. Tourismus nachhaltig gestalten. Dazu gehört besonders der Umweltschutz. Der Kreuzfahrtclub Marseille hat sich mit den Hafenverantwortlichen, den Behörden und den vier größten Reedereien zusammengesetzt. Gemeinsam haben sie sich dem Klimaschutz verpflichtet. Die erste Maßnahme ist, die Ein- und Ausfahrtsgeschwindigkeit von Schiffen auf 10 Knoten zu reduzieren, wodurch die CO2- und Schwefelemissionen verringert werden. Zweitens haben sich die Reedereien verpflichtet, Schiffsdiesel mit 0,1% Schwefelgehalt zu verwenden, während die internationale Verordnung 0,5% vorschreibt. Drittens verpflichten sich die Reedereien, Landstromanschlüsse zu nutzen und den Einsatz von Flüssiggaskreuzfahrtschiffen zu fördern. Bis 2027 wollen Hafen und Behörden 30 Millionen Euro in den Umweltschutz investieren. Dazu gehören auch 4 Landstromanschlüsse. Der Strom kommt dabei aus erneuerbaren Energien. Es gibt heute insgesamt auf der Welt 14 Häfen, in denen man in der Lage ist, Landstrom zu nehmen. Und das an einem Platz in der Regel. Also es ist auch eine Begrenzung und hier muss auch die Wirtschaft, müssen auch die Häfen sich weiterentwickeln, um den Rädern die Möglichkeit zu geben, das zu tun, unabhängig davon. Und das sage ich ganz bewusst, ist Landstrom ja teurer als jede andere Betriebsform. Und trotzdem ist es unser Commitment, das zu tun und wo es möglich ist. Und die Wirtschaft muss es schaffen und die Häfen müssen es schaffen, dass es uns mehr ermöglicht wird. Noch ist Landstrom bis zu 3-mal teurer als im Hafen, eigene Dieselaggregate zu verwenden. Statt Schweröl dürfen die Kreuzfahrer nur noch marine Diesel tanken. Weltweit flossen bisher 20 Milliarden Euro in die Entwicklung energieeffizienter Technologien. Nach dem Pariser Klimaabkommen soll die Kreuzfahrt bis 2050 klimaneutral sein. Doch Umweltschützer bezweifeln, dass das Ziel erreicht werden kann, besonders nach den Verlusten in der Krise. In Dubrovnik weiß man nicht erst seit der Pandemie, welche Gefahr im Tourismus für das UNESCO-Weltkulturerbe liegt. Seit 2019 hat die Stadt gemeinsam mit der internationalen Kreuzfahrtvereinigung CLIA die Kreuzfahrt reguliert. Wir als Kommunalverwaltung wollen die Beschränkungen, die wir gemeinsam mit dem Hafen für das Anlegen von Kreuzfahrtschiffen für 2021 festgelegt haben, nicht aufheben. Wir bleiben bei unserer Regel. Nur 2 Schiffe am Morgen und 2 Schiffe am Nachmittag. Auch wenn wir nächstes Jahr weniger Touristen erwarten. Statt steigendem Profit nachhaltiger Tourismus. Auch für die Kreuzfahrer. Vorgeschrieben ist eine Verweildauer von mindestens 6 Stunden. Die Stadt entdecken, statt sie zu durchhetzen. Mit Chips. Okay. Chips. 0, 8, 0. Yes. Ankunft im schwedischen Göteborg. Kapitän Engeldrum steuert die Hanseatic Inspiration in Skandinaviens größten Hafen. 5 Kreuzfahrtschiffe kamen 2014 hierher. 2019 waren es 50. Im September 2020 ist es erst das 3. Hier dürfen die Gäste die Stadt erkunden. Die Schweden erlauben den Landgang. Es ist ein bisschen anders geworden. Wir tragen auch an Land unseren Mund-Nasen-Schutz. Wir belegen nicht alle Plätze, wenn wir einmal mit einem Bus unterwegs sind. Wir achten auf die Abstände. Und dadurch, dass man das ohnehin gewohnt ist, inzwischen seit Monaten, auch zu Hause, sehe ich da keine großen Schwierigkeiten. Bei der Stadtführung ist die Maske weiterhin Pflicht. Mikrofone helfen, Abstand zu halten. Es ist schon eine Umgewöhnung, das muss man schon sagen. Ja, und ich meine auch, dass vielleicht im Laufe des Landgangs, dass man eigentlich die Maske dann abnehmen kann. Aber wir werden sehen. Wenn das gewünscht ist, tragen wir die, auch wenn uns das vielleicht nicht gut gefällt. Aber ich meine, es ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Wenn wir da jetzt rumlaufen und irgendwo reingehen oder Leute uns entgegenkommen. Wir wollen ja nichts mitbringen, was wir nicht mögen.
selbst wenn andere Regeln im Land gelten. Der Reiseveranstalter bestimmt die Präventionsmaßnahmen für die Kreuzfahrer. Ein Landgang ist risikoreich für das Schiff. Als die zweite Welle der Pandemie über Europa schwappt, muss die Hanseatic Inspiration erneut für 6 Wochen pausieren. Und das nur 4 Monate nach der Wiederaufnahme. 20 Minuten von Venedig entfernt hat sich Jane mit Fischer Bruno auf der Insel Mazzorbo verabredet. Ciao, Bruno. Bello vederti. Die Fahrt geht in die Verena, in die Salzmarschen von Venedig. Wir befinden uns nun mitten in der Lagune Nord, der Teil der Lagune Venedigs, der am besten erhalten ist. Die Umweltwissenschaftlerin sieht in den Salzmarschen wirtschaftliches Potenzial. Sie will zum einen die Ressourcen für Naturkosmetik nutzen, zum anderen nachhaltigen Tourismus in Kleingruppen anbieten. Bisher war die Wirtschaft Venedigs weder nachhaltig noch ökonomisch. Nehmen wir die Salzmarschen von Venedig. Hier könnten wir Arbeitsplätze schaffen. Zwar nicht 2000, aber doch eine beachtliche Anzahl. So könnte man die Barena schützen und vergrößern. Fischer wie Bruno arbeiten bereits an der Vergrößerung der Barena. So schützen sie die Biodiversität Venedigs. Kleine Fische und Krabben finden hier Unterschlupf und die Pflanzen binden CO2. Ich träume von einem Venedig, wo jeder Platz hat. Aber das Verhältnis muss passen. Also mehr Einwohner und mehr Besucher, die mehrere Tage bleiben. Venedig ist ein Mikrokosmos. Aber das, was gerade mit der Stadt passiert, kann man auch auf die Welt übertragen. Wenn Venedig den Umgang mit dem Tourismus ändern kann, könnte das ein Vorbild für alle Städte der Welt sein. La mer, qu'on voit danser. Was alle eint, ist die Liebe zum Ozean. Er bietet Heimat, Arbeit, Hoffnung auf ein erfülltes Leben. Der Ozean ist für mich so die beste Infrastruktur, die man haben kann. Das Meer ist für uns wie der Acker für die Bauern. Es ist unsere Zukunft. Das Meer ist für uns alles im Leben. Wenn ich mich auf dem Meer befinde, dann kann ich alles rund um mich herum für einen kurzen Moment einfach vergessen. Der Ozean ist für mich Sehnsucht, weil man den Horizont nicht sieht und man weiß nicht, wohin wird man noch kommen im Leben. Von daher primär das. Mir fällt immer ein Satz von Jon Kabat-Zinn ein. Du kannst die Welle nicht ändern, aber du kannst lernen zu surfen. Die Kreuzfahrt ist auf Kurswechsel. Das Ziel? Nachhaltiger werden. Der gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen, mit den Städten zusammenarbeiten, wenn die Pandemie es wieder zulässt. Nur gemeinsam kann ein Neustart gelingen. La mer a bercé mon cœur pour la vie.